Hi. Heute gibt es einen kleinen JPB 2018 Statusbericht. Und das heißt, ich werde über alles, was bisher im JPB 2018 passiert ist, reden und das werde ich auch relativ frei machen. Also ich habe mir jetzt keine Notizen oder sowas gemacht, ich möchte einfach mal mir alles aus dem Kopf quatschen, was ich mir gerade denke, wie ich das Ganze momentan betrachte. Und ja, ich habe eine neue Frisur. Sieht wunderbar aus, ich weiß. Braucht ihr mir nicht in die Kommentare schreiben. Doch, doch braucht ihr. Wunderbare Einstieg auf jeden Fall, ich weiß. Also, das JPB 2018 hat ja relativ normal und basic angefangen, wie auch immer die letzten Jahre. Also es kam ein Update-Video von Julian, wo er alles erklärt hat, wo er das Bewertungssystem näher gebracht hat. Alles beim Alten, dachte man sich, nice. Am Ende hat er sogar noch ein bisschen gehypt, weil er sagte, es haben sich schon einige angekündigt, aber er wollte noch nicht sagen, wer, um die Spekulation zu behalten. Dachte man sich, Alter, das wird wahrscheinlich richtig fett, JPB 2018 nach Decipher mit so einem krassen Teilnehmerfeld. Dann wird es nochmal wahrscheinlich richtig stark. Die einzige Sache, die schon so ein bisschen abgefuckt hat, war halt einerseits das Bewertungssystem und zum anderen die Sache mit den Hall of Shame-Leuten. Wirklich, vor allem die Sache mit den Hall of Shame-Leuten. Das Ankündigungsvideo kam ja letztes Jahr Ende März. Und wisst ihr noch, wann die ersten Qualis kamen? Im Juli. 4 Monate später. 3 Monate, nachdem die Qualis abgegeben wurden. Wo man sich denkt, was hat Julian in diesen 3 Monaten gemacht? War er zu beschäftigt, um Qualis hochzuladen, die fertig auf seinem PC lagen. Das war schon so eine Sache, okay. Das war schon komisch. Und man dachte vielleicht, okay, vielleicht hatte er irgendwelche privaten Probleme, vielleicht hat er irgendwas vorbereitet. Mein Gott, war vielleicht irgendwas. Aber als es dann losging, war es halt sofort die nächste Überraschung. Nämlich kam jeden Tag eine Quali um irgendeine random Uhrzeit. Beispielsweise kam Psychro um 5 Uhr morgens. Man dachte aber zumindest, okay, ist komisch zwar, aber wenn Julian dann erstmal wieder seine richtigen Analysen und Bewertungen macht zu den Qualis, dann wird wieder alles normal. Aber auch die kamen nicht. Es kamen nämlich Videos von mir, Hypebloop, Reportagen und eins auch von Nintendo und sogar von Inzucht, was besonders seltsam war. Und ganz ehrlich, ich bin zwar nicht mal der größte Hater dieser Idee, ich finde, man hätte das irgendwie ausbauen können, aber so wie Julian es gemacht hat, war es einfach unproduktiv. Ich glaube aber auch sowieso, dass Julian es nicht unbedingt am Herzen lag, uns zu pushen oder uns zu helfen oder sonstiges, sondern einfach irgendwelche Videos zu bringen, damit er selber keinen Finger krümmen muss. Aber ich denke da einfach mal logisch und betrachte es so, dass Julian einfach keinen Bock auf Bewertungen in der Quali-Phase hat und deswegen einfach Videos von uns hochgeladen hat. Wofür ich zwar auch immer noch dankbar bin, natürlich. Also viele von euch kennen mich sicherlich auch dadurch. Ich bin da dankbar, Julian, kein Ding, aber ich kann es einfach nicht gutheißen, wie es weiterging. Weil Julian hätte aus dieser Idee wirklich was Gutes machen können, hätte er gesagt, ja, die Quali-Phase wird von diesen YouTubern bewertet und am Ende haue ich dann selber nochmal ein Statement raus oder sowas. Das wäre deutlich besser angekommen. Wette ich mit euch. Aber ich denke nach wie vor eben, dass Julian das nicht unbedingt am Herzen lag, sondern eben Hauptsache Videos und er muss selber keinen Finger krümmen. Als dann aber zumindest mal die Battle-Phase angefangen hat, dachte man sich, okay, Julian macht sie wieder selber Analysen. Jetzt wird das alles schon wieder. Julian kommt zurück und dann ist alles wieder gut. Das war im ersten Moment auch irgendwie mal wieder ganz erfrischend, Julians Stimme zu hören bei Grinch Hill vs. David 9 der Bewertung. Die war auch jetzt nicht komplett scheiße, aber man hat halt schon gemerkt, die Analyse war deutlich, deutlich weniger sachlich als normalerweise im JPB. Und generell ist das auch so weitergegangen, dass die nächsten Analysen immer kürzer wurden, immer weniger durchdacht. Teilweise sogar mit richtigen Fehlentscheidungen, zum Beispiel bei Zepter vs. Jonakan, also was heißt Fehlentscheidung? Zepter hat schon verdient gewonnen, aber ich finde, Zepter hat noch viel zu knapp gewonnen. Weil Julian hatte Jonakan sogar noch gelobt für den Inhalt und Zepter ein bisschen fertig gemacht. Wo ich mir denke, Alter, wer denkt, dass Jonakan inhaltlich wirklich besser war als Zepter? Der hat den Text nicht gelesen. Ich will jetzt auch gar keinen fronten oder sowas. Jonakan hat auch eine soweit solide Runde rausgehauen, aber Zepter hatte so viele Highlights und generell so viele Angriffsflächen benutzt, wo ich mir denke, Julian, wieso machst du das? Aber das war auch nicht das Einzige. Es gab generell in den nächsten Analysen immer wieder Aussagen, wo ich mir dachte, das stimmt so nicht. Und das ist einfach nur entstanden, weil Julian sich nicht genug informiert hat. Oder das ist einfach nur passiert, weil Julian einfach selber kaum noch objektiv bewertet, sondern wirklich so subjektiv, wie es irgendwie nur geht. Und klar, bei so einer Bewertung ist immer Subjektivität dabei, aber Julian übertreibt dieses Jahr einfach komplett. Und neben der Tatsache, dass Julian wahrscheinlich einfach keinen Bock hat, nehme ich an, dass er einfach durch die JNC etwas abgestumpft ist. Weil in der JNC hat er selber gesehen, er muss keine Analysen machen mit 20, 30 Stunden Aufwand, die mega lange gehen, sondern er muss einfach nur ein bisschen über die Runden labern, sagen, was gut war, sagen, was nicht gut war und ein bisschen entertainen. Das hat er in der JMC auch gut hinbekommen und das hat auch gepasst, weil es eben kein Battle-Turnier war. Aber in einem Battle-Turnier, da erwartet man einfach zumindest vernünftige Analysen. Also klar, er muss jetzt im 16-Zell keine 20-Minuten-Analysen oder sowas machen, aber
Das, was er gegen Grinchell vs. David Nein gemacht hat, ist ja wohl das absolute Minimum. Und selbst da war es noch ein bisschen zu uninformiert, meiner Meinung nach. Weil er entertaint halt auch nicht mal in den Analysen. Das hat er in der JNC gemacht, aber in diesen jetzigen Analysen langweilt er eigentlich nur 3 Minuten, redet irgendwas, macht es sich so einfach wie möglich und ja, das ist halt leider so. Und das, obwohl ich immer wirklich sehr viel von Julien gehalten habe, weil die alten JBB-Analysen haben auch richtig diesen Arbeitsfleiß bei Julien gezeigt. Aber man hat gesehen, der nimmt das ernst, aber das ist dieses Jahr absolut gar nicht der Fall. Und das zeigt natürlich auch die Pause, in der wir uns momentan befinden. Hätte Julien von Anfang an gesagt, yo, es wird eine Pause geben, das und das ist der Grund, dann und dann wird es weitergehen. Ganz ehrlich, wäre immer noch nicht so toll gewesen, aber das hätte zumindest mal ein bisschen gezeigt, dass Julien sich Gedanken macht. Das hätte gezeigt, okay, Julien nimmt es irgendwie immer noch ernst, auch wenn es was dazwischen kommt. Aber Julien hat gesagt, es gibt jetzt ein paar Wochen Pause und das war vor 6 Monaten. Aus ein paar Wochen wurden 6 Monate. Bis jetzt. Man weiß ja noch nicht mal, wann es weitergeht. Dann hatte Julien falsche Versprechen gemacht an die Teilnehmer. Ende Februar geht es weiter. Ist nicht weitergegangen. März geht es 100% weiter. Ist nicht weitergegangen. Jetzt hat er wohl irgendwie Green gesagt, dass es Ende April, Anfang Mai weitergeht. Ob es so sein wird, schauen wir mal. Das weiß ich selber noch nicht, aber nach 2 falschen Versprechen glaube ich Julien persönlich jetzt gerade gar nichts mehr. Und ich finde es auch wirklich schade, dass ich so viel gegen ihn sagen muss, weil wie gesagt, ich bin ihm im Großen und Ganzen dankbar. Ich verfolge ihn schon lange und ich feiere den auch an sich. Aber in diesem JBB ist es einfach nicht feierlich, was der bringt. Aber das Ganze ist ja noch nicht mal für die Zuschauer am schlimmsten, sondern für die Teilnehmer. Weil ohne die Teilnehmer wäre das JBB gar nichts. Deswegen könnte ich da nochmal drüber hinwegsehen, wenn Julien sich zumindest bei den Teilnehmern regelmäßig entschuldigen oder melden würde, aber das tut er auch nicht. Ganz im Gegenteil, die Teilnehmer wissen insgesamt echt nicht wirklich mehr als wir alle. Und das ist halt echt traurig, dass man Teilnehmer, die bei dir einen Vertrag unterschrieben haben, der eh ziemlich strikt ist und eng ist, dann 6 Monate warten müssen, weil du irgendwas machst, weil du dein Album vielleicht gerade machst oder weil du einfach keinen Bock hast. So, ich finde, das ist eine traurige Entwicklung. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich erwarte zumindest eine wirklich gute Rechtfertigung oder Entschuldigung, wenn es weitergeht. Wenn Julien jetzt weitermacht, als wäre nichts, nach 6 Monaten Pause, dann fände ich das einfach traurig. Julien hat nun mal viele Zuschauer, die auf was warten. Aber wie gesagt, auch einfach die Teilnehmer, die sogar in dem ganzen Ding drin mitstecken, dass man die dann so lange warten lässt. Aber das war jetzt auch nur meine Meinung zu allem. Ich wollte einfach mal freischnauze über alles labern. Das hatte ich jetzt irgendwie auf dem Herzen. Keine Ahnung, ich wollte da einfach mal drüber reden. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Oder ihr könnt eine Bewertung da lassen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich war jetzt auch in der letzten Zeit nicht besonders aktiv. Das liegt natürlich immer unter anderem, weil das JBB inaktiv ist und mein Kanal natürlich auch viel auf das JBB aufbaut. Aber auch zum anderen, weil ich ein paar private Probleme hatte. Die pendeln sich aber gerade momentan wieder so ein bisschen ein. Deswegen hoffen wir mal, dass es bald wieder mit dem JBB weitergeht. Dann geht es nämlich auch mit dem Kanal wieder wie immer weiter. Und ja, ich glaube, das war's. Genießt das gute Wetter draußen. Tue ich auch momentan. Und ansonsten schönen Tag euch noch. Bis dann und ciao.